Und willkommen zurück, meine hochwerten Zuschauer und Zuschauer, zu einer weiteren Runde im Quarantäne-Cup der YouTube-Turlor-Warhammer-Content-Creators des Turniers, um euch während der Quarantänezeit ein wenig zu unterhalten. Ich muss zugeben, mir geht es in dieser Zeit eigentlich viel zu gut mit meinem Homeoffice und so. Aber es ist natürlich nicht bei allen so. Aber ich hoffe, dass wir euch hier eine Weile Freude machen und ablenken. Und wer ist hier alles dabei in diesem Quarantäne-Cup? Wir haben Aerocrastic, My Son Habit Walker, Samurai Warrior, Rubber Duck of War, Darth Plays und Tuen, die wir jetzt sehen, und Hamster, das bin ich, und Sada Toggle Warrior. Links zu ihren Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr mal denen einen Klick da lassen wollt, sind die bestimmt auch nicht traurig. Die meisten Englisch oder Italienisch, aber das soll uns hier keinen Abbruch tun. In dieser Runde sehen wir Turin mit den Skaven gegen eine Armee der Tiermenschen. Blödsinn, nicht Tiermenschen, sondern Waldelfen antreten. Waldelfen unter der Führung von Darth Plays. Sehen wir uns zuerst die Waldelfenarmee an. Sie sind mit Waldgarde. Echt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Waldgarde mit Hexenfluchfall. Ist das überhaupt erlaubt, so viele dabei zu haben? Ich glaube, 8 stimmt. 8 gehen, wenn es unterschiedliche Waffentypen sind. Mit den, ich glaube, es sind die Banner-Tournament-Regeln. Was ich eigentlich ganz nett finde. So kann man mehr Einheiten vom selben Typ mitbringen. Alles sehr, sehr schön blond. Sehr, sehr viel Fernkampf. Stehen allerdings ein bisschen sehr eng. Damit sehr anfällig für Skaven-Artillerie. Im Hintergrund sehen wir noch ein paar ewige Wachen. Einfach um den Gegner ein bisschen fernzuhalten. Falls er doch näher kommt, Dürthu. Nahkampfmonster mit Beschwörung, ein Rinje mit der Heilung, und wir sehen hier nochmal ein paar panzerbrechende Waldläufer sowie ein Regiment Wildreiter, und das war es auch schon. Ehrlich gesagt nicht viel los in dieser Armee der Waldelfen. Die sind auf jeden Fall dazu da, den Gegner zu zerschießen, und viel mehr können sie auch nicht. Ihr Problem ist, dass sie nicht unsichtbar sind. Das heißt, wenn hier Giftwindmörser irgendwo dabei stehen, sieht schlecht aus für die Waldelfen. Aber es ist keine Giftwindmörser dabei, also Glück gehabt. Die Skaven von Turin kommen mit ein paar Clanratten, Skaven-Sklaven, ganz wichtigen Dingschreddern, hochgepanzert, einfach richtig, richtig gut. Kleine Ziele sind in der Lage, gegnerische Infanterie einfach gnadenlos auseinanderzunehmen. Keine Ahnung, was dieses Ding da vorne eigentlich so macht. Das fährt immer hoch und runter und hackt so ein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ordentlich sicher ist, da hinten drauf zu sitzen. Und gut gepanzert können die Ratten da hinten drauf auch nicht sein. Aber sie haben trotzdem eine Panzerung von 90 und 120, wenn sie in den Nahkampf gehen. Werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese sehr eng stehenden Fernkämpfe der Waldelfen ein bisschen in Bedrängnis kommen. Oh doch, wir sehen hier Giftwindmörser. Ein Regiment Giftwindmörser. Sobald die anfangen, hier drauf zu schießen, ist alles aus. Wir sehen außerdem Jezzals und einmal Nutty Bubos. Wir sehen Warpbohrer, um eventuell eindringende Wildreiter aufzuhalten. Wir sehen Ishins Triaden, die außerdem noch ein paar Getarnte, also Doppelgänger, spawnen können, sowie Rattenoger, Clanratten, einen Seuchenpriester und als General Ikit Krallenhand auf einem Todesrad. Dadurch hat er mehr Lebensenergie, dadurch hat er mehr Panzerung und kann nicht so schnell gesniped werden. Und den heulenden Warpsturm gegen fliegende Einheiten hat er auch noch dabei. Also alles sehr sinnvoll, sehr kompetitiv hier, denke ich, was Turin aufgestellt hat. Und lassen wir das Ganze mal losgehen. Ja, das ist natürlich auch ziemlich einfach mit Dingschreddern, dem Beschuss der Waldgarde auszuweichen, was wir jetzt gerade gesehen haben. Oh, aber da waren die Waldläufer, mit denen hat Turin nicht gerechnet. Eine Salve von der Seite hat diese Dingschredder richtig, richtig gestört. Aber das bringt ihm auch nicht viel, wenn seine Waldgarde im Hintergrund von den Giftwindmörsern einfach gnadenlos zerfetzt wird. Ja, und die Scharfschützen von Nutty Bubu machen noch ihr Übriges, um die auszuschalten. Schöne wie erneute Ausweichbewegung, aber die Dingschredder haben trotzdem bisschen Schaden genommen. Was sehen wir hier? Oh, ideal! Die Wildreiter wollten rein, um die Räder aufzuhalten oder an die Scharfschützen von Nutty Bubu ranzukommen. Aufgehalten von einem im Wald versteckten Regiment Warpbohrer. Und das ist jetzt natürlich ein großartiges, katastrophales Desaster für die Wildreiter. Die haben nicht mal Bonus gegen Groß, keinen panzerbrechenden Schaden. Das heißt, solche Regimente wie Dingschredder machen einfach grandiosen Schaden, wenn sie ihrerseits jetzt nicht zerschossen werden von den Waldläufern. Aber es sieht nicht so aus. Katastrophal, katastrophaler Verlust hier gerade für die Wildreiter. Und die
Waldelfen insgesamt. Aber sie geben nicht auf. Sie wissen, den Kampf gegen die Clanraten können sie gewinnen. Oh, das Regiment Waldläufe nun unter Beschuss durch die Giftwindmörser. Man muss auch sagen, sobald die Dingschredder ausgeschaltet sind, dann sieht es nicht mehr so gut aus für die Skaven. Dann können nämlich die Waldelfen recht gut vorgehen. Sehr viel konzentriertes Feuer im Hintergrund auf die Giftwindmörser. Die sind allerdings ausgewichen. Man kann sie immer noch nicht so super toll treffen. Nächstes Ziel müssten wahrscheinlich die Rattenoger sein. Denn so ein Regiment Clanratten, mal sehen, die haben Nahkampf 24 und 26, da hält so ein Regiment Wald gerade, kann so die Linie mehr als lang genug halten. Aber wenn die Rattenoger da reinpreschen, bam, ist es aus. Und wirklich schön zu sehen, wie Darth Plays hier doch noch zurückgekommen ist und den ursprünglichen... die ursprünglichen Niederlage mit den Wildreitern, als er zurückgetrieben worden ist, wieder in einen Sieg überführt hat, indem er sich mit den Wildreitern zurückgezogen hat, Dothu reingezogen hat und dann mit den Wildreitern nochmal angegriffen hat. Und zwei Regimente des Skaven sind hier auf der Flucht. Und dadurch, dass diese Skaven-Infanterie hier gerade auf dem Vormarsch ist, wird jetzt diese rechte Flanke der Skaven ein kleines bisschen schwach. Was hat er denn hier noch, um zu verteidigen? Auch die Ischentriaden, die zwar von den Waldelfen nicht gesehen werden können, sind auch nicht da, um zu verteidigen. Das heißt, nur noch zwei Regimenter Rattenoger. Das heißt, das könnte langsam gut aussehen für die Waldelfen. Vor allem, wenn zum Beispiel die Wildreiter hier nochmal rechts von der Seite in die Clanratten rein stürmen. Eine Salve wird vielleicht reichen. Und ja. Nette Salve in die Clanraten. Die Clanraten hat einfach stehen lassen. Klar, die zerfallen sowieso jetzt jeden Moment. Jetzt kommt sogar die ewige Wache, um die Ratten zu vertreiben. Das sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Sieht nicht schlecht aus für die Waldelfen momentan. Ich meine, klar, die Skaven haben bisher noch nicht so viel verloren. Hauptsächlich so billige Clanratten und Skaven-Sklavenregimente. Aber die sind essentiell für die Skaven-Taktik hier. Wenn die nicht mehr da sind, kann der Fernkampf nicht mehr geschützt werden. Rauchbomben gezündet bei den Ashen-Triaden. Die versuchen es jetzt von hier, von der Seite aus, die Waldgarde zu überrennen. Oh, der Giftwindmörser ist am Schießen. Da müssen die Bogenschützen sich eigentlich wirklich viel weiter auseinanderstellen. Sehr viel Munition auf den Seuchenpriester verschwendet. Aber er ist ein kleines Ziel, dass ihm das kaum etwas ausmacht. Wildreiter auf der Flucht. Die Rattenoger und die Fernkämpfer haben sie erledigt. Und damit geht die Mobilität der Waldelfen den Bach runter. Immerhin, beschworene Seuchenmönche wurden sofort in die Flucht geschlagen. Durch den Fernkampf der Waldelfen. Insofern, das war nicht übel. Und auch so immer Zielwechsel. Zielwechsel mit den Giftwindmörsern. Zuerst hat er hier drauf geschossen, um da viel Schaden zu machen. Und jetzt macht er hier auf der rechten Seite den Schaden. Aber die Waldelfen müssen jetzt eigentlich los. Sonst ist ihr Ende gekommen. Oh, schöne Ausweichmanöver. Schöne Ausweichmanöver mit den Waldelfen. Vor und zurück gelaufen. Eine Heilung. 1, 2, 3, 4 Regimente getroffen. Nicht übel. Nicht übel. Mal sehen, ob auch den nächsten Schuss der Giftwindmörser ausweicht. Es sieht nicht so aus. Oh doch. Oh, viele Schüsse sind daneben gegangen. Das war auf jeden Fall extrem glücklich und extrem hinterhältiges Skaven-Manöver mit den Ischintriaden. Die können riesiges Chaos verursachen. Viel zu viel Geblobbe hier. Das ist echt kritisch meiner Meinung nach. Wie viel Munition haben die Giftwindmörser noch? 4. Nicht mehr so viel, aber das kann auch viel, viel Schaden machen. Und im Gegenzug, um so ein Regiment die Giftwindmörser aufzuschalten, braucht man so viel Munition. Die werden immer noch kaum getroffen. Das ist schon eine krasse Sache. Oh, Ikit krallen halt mit seinem Todesrad. Hier gibt es ja keine panzerbrechenden Fernkämpfer, außer die Waldläufer auf der rechten Flanke. Der kann katastrophalen Schaden anrichten, wenn Dothu nicht in der Nähe ist. Und das würde er wahrscheinlich auch machen. Das ist sein Plan. Und dann sind die Waldelfen so beschäftigt damit, sich um Ikit Krallenhand zu kümmern, dass im Hintergrund der Giftwindmörser alles zerschießen kann. Und das ist auch der Plan. Und ich befürchte, so wird es jetzt auch passieren. Ikit Krallenhand wird schön getroffen.
nimmt doch echt eine ganze Menge Schaden, mehr als erwartet. Aber die Frage ist, ist es das wert? Dafür so viele... Oh, das wird eine riesige Katastrophe, die Salve. Die Waldelfen haben aufgepasst, fangen an vorzulaufen. Boah, also immer noch richtig viel Glück dabei, dass nicht so viele getroffen werden, aber auf Dauer halten die Waldelfen das nicht aus. Nächste Salve. Wie viel Munition haben sie noch? Noch einen Schuss haben sie. Das könnte vielleicht auch noch gut ausgehen für die Waldelfen. Also sie haben auf jeden Fall noch haufenweise Munition. Und wenn die Bedrohung der Giftwindmörser nicht mehr da ist, können höchstens noch eine halbe Salve rausholen. Vor allem da ist die Frage, was machen sie gegen Dirthu? Auch die Jezzals haben fast keine Munition mehr. Die Rattenogre können dafür nicht unbedingt mithalten. Und jetzt kommt der Angriff von beiden Seiten. Ein wundervolles Manöver, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Seuchenmönche von vorne reingespawnt und gleichzeitig kommen von hinten Eschentriaden. Und zwar zwei Regimenter, weil das eine ist das Doppelgänger-Regiment und das andere ist das echte Regiment. Und damit können den Waldelfen doppelt so viele Schwierigkeiten vorgegaukelt werden, wie sie tatsächlich haben. Schöne Aktion auch hier, diese Seuchenmönche absolut zu zerreißen. Und da kommen sie, Eschentriaden. Das sind die Doppelgänger hier, oder? Ja, das sind die Doppelgänger. Oder nee, das waren die echten. Nee, das waren die Doppelgänger. Verdammt, ich kann es nicht... waren das die Doppelgänger? Einheit verliert im Nahkampf. Hä? Ist das die Doppelgänger? Ist das die Doppelgänger? Ich kann es selber nicht erkennen. Ich habe auch beide 14 Kills drin. Man kann sie wirklich gar nicht mehr unterscheiden. Und die Kills steigen auch beide. Also ich glaube, das muss dann der Doppelgänger sein, oder? Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Und die Waldelfen werden dadurch nach vorne gezwungen. Viel Munition haben sie nicht mehr. Dingschredder können sich gütlich tun. Und können jetzt ebenfalls stören. Sie geben jetzt alles. Sie gehen in den Angriff. Haben das Ausweichen aufgegeben. Die Kills beider Regimenter steigen simultan an. Einheit siegt klar. Die andere Einheit... Okay, das war die echte. Und nochmal haufenweise Clanratten aus dem Boden. Aber die ewige Wache steht bereit, den Angriff zu empfangen. Aber den Rattenogre scheint es ziemlich egal zu sein und sie laufen einfach durch. Tja, wo ist Dirthu, wenn man ihn braucht? Wo ist Dirthu? Oh. Ekel Kralhand fast tot, der wilde Manticore hat es fast geschafft, ihn zu erledigen. Und jetzt muss Dirthu irgendwie seine Waldläufer retten, ansonsten ist es vorbei. Dieser Angriff, der von der rechten Flanke kam, angeführt von ein paar Rattenogern, auch noch gestört mit ein paar beschworenen Skaven-Clanratten. Und noch unterstützt von den Ischintriaden, die immer noch hier gewesen sind. Das sieht nicht gut aus für die Waldelfen. Das war ein wundervolles, wundervolles Manöver. Von hinten, von vorne, von der Flanke. Und Ikit Kralhand war auch noch da, um ein Ziel zu bieten. Das war's für die Waldelfen. Ohne die Waldläufer wird's, glaube ich, richtig schwer. Obwohl, immerhin. Also ich meine, muss schon sagen, Dirthu, den macht man nicht so leicht kaputt. Und er hat doch noch diese eine Fähigkeit, die mehr Mana-Regeneration im Wald gibt. Genau, erhöht Energiereserven, sobald er im Wald ist. Eigentlich eine ganz gute Karte für Waldelfen. Er ist leider nicht unbrechbar, er kann fliehen. Und so sieht es wohl so aus, als wäre es Dirthu gegen den Rest der Skaven. Die größte Gefahr für ihn ist auf jeden Fall noch das Regiment Ixchin, Eschentriaden.
Der Rest wird mehr oder weniger sofort fliehen, sobald Dürthu sich dem Kram nähert. Scharfschütze von Nathi Bubo. Obwohl sie so viel in diesem Kampf gemacht haben, werden sie jetzt als Kanonenfutter eingesetzt. Tragisch. Tragisch. Tugin verjagt die letzten Waldgarden und Waldläuferregimenter. Guter Einsatz von Dingschreddern. Dingschreddern ist halt schon eine ziemlich krasse Einheit. Kleiner Streitwagen. Und jetzt bleibt es nur noch an Dürthu. Dürthu mit 89 Kills. Netter Schmaus der Krähen. Mann. Oh. Na, diese, die raten da unten, machen piu piu piu. Hui. Das war auf Ekid Krallenhand. Mit 1000 Lebenspunkten darf er sich nicht mehr nähern. Sonst ist es so gut wie tot. Aber er schießt schön. 4800 Lebenspunkte bei Dürthu. Daran hat sich immer noch nichts geändert. Ja, 48 Nahkampfabwehr und 110 Panzerung. Und ging das daneben? Es hat getroffen. Ekid Krallenhand hat getroffen. Er steht hier als Artillerie. Das ist irgendwie schon ganz cool. Oh, seine Führerschaft sinkt. Oh nein. Oh. Der hätte bestimmt noch die ganzen Skaven niedergemacht, wenn er nicht geflohen wäre. Coole Runde. Hat mir gut gefallen. GG an Turin, GG an Darth Plays. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich denke, Darth Plays hätte es auf jeden Fall noch mehr rausholen können, wenn er seine Waldgarde etwas mehr verteilt hätte. Dadurch waren sie einfach ein bisschen sehr anfällig für die Dingschredder. Und vor allem für die Giftwindmörser. Ein Regiment Giftwindmörser. Die haben zwar nur 25 Kills, scheinbar nicht so viel gemacht, aber die waren einfach essentiell darin, hier diese Waldelfen zu erledigen. Schöne Runde, hat mir gut gefallen. War mal was anderes. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls ihr die anderen Kanäle mal ansehen wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung rein. Da findet ihr die Kanäle von Aerocrastic, My Son, Herbert Walker, Samurai Warrior, Rubber Duck 4, Darth Plays, Turin. Ich bin ja schon da. Und Zada, Total Warrior. Und damit ist in dieser Runde Turin weitergekommen, meine hochverehrten Zuschauer. Und ist im Viertelfinale, im Halbfinale angekommen. Da freuen wir uns drauf, wie es hier weitergehen wird. Und falls ihr Interesse habt, den Kanal zu unterstützen, schaut gerne mal bei Moga oder dem Humble Bundle Link in der Videobeschreibung vorbei. Falls ihr gerade auf Spielesuche seid, gibt doch gerade irgendwie so eine Promo bei MMOGA, es gibt Resident Evil 3, es gibt Mountain Blade Manorlord, jetzt sogar immer günstiger als bei Steam für 38,99 €, Animal Crossing New Horizons und allen möglichen anderen Kram. Und wenn ihr über meinen Link drauf geht, unterstützt ihr den Kanal mit 10% Verkaufsprovision. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.